Diese Pandemie trifft ja auch nicht nur arme oder sozial schwache Menschen, sondern es trifft auch Reiche. Ja? Und sie können genauso dran sterben wie auch die ärmeren Menschen. Ja? Aber wer sich Schutz bei dem Herrn sucht, der ist gut dort aufgehoben. Psalm 91, 1 und 2 sagt uns ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja? Wer unter dem Schirm oder unter dem Segen, unter dem Schutz Gottes ist, der braucht sich nicht zu fürchten. Er ist wie ein Zufluchtsort, wie eine Burg, wo wir uns einfach auch hinflüchten dürfen. Ja, zu Gott, unserem, ja, Jesus, unserem Retter. Diese Tage, als ich so morgens früh gebetet habe, hat Gott mir ein Wort gezeigt. Und ich denke, dieses Wort erfüllt sich vor unseren Augen. Es steht in Amos 8, Vers 11. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Ja, dass Menschen wirklich wieder sich Gott suchen und die Bibel lesen, hungrig werden. Ich erlebe es gerade so unter Jugendlichen, dass sie wieder die anfangen, die Bibel zu lesen. Ja, da gibt es ja auch diese Bibel-App, YouVersion, die man auf dem Handy hat. Und die kann man so schön lesen. Und die Jugendlichen lesen die, machen sich Lesepläne und chatten auch als Jugend so jetzt vor den Computern und reden über das Wort Gottes. Ja, mein Sohn, gerade erlebe ich das so, wie die Jugend da auch verbunden bleibt. Ja, zwar nicht so körperlich, aber die sind in den Computern verbunden und reden zusammen über Gottes Wort. Es ist so schön zu sehen und ermutigt auch so mich total. Jesus sagt uns ja von der letzten Zeit, könnt ihr mal in Matthäus 24 reingehen, wo er auch über seine Wiederkunft spricht. Unter anderem sagt er in Vers 6 bis 8, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, ja, Virusse, ja, und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Also Jesus sagt uns hier, diese Dinge werden geschehen und sie werden zunehmen in der letzten Zeit. Es werden Dinge passieren, die wir vorher nicht gekannt haben. Kriege, Kriegsgeschrei, das gab es ja immer schon, aber es wird mehr werden. Und Seuchen, wie wir es jetzt erleben, kannten wir noch nicht. Ja, dass wir müssen aus den Schulen daheim bleiben, dass wir uns Abstand müssen halten voneinander. Sportveranstaltungen werden abgesagt, Kultur, alles, wo sich viele Menschen treffen, ja. Also, wir haben noch jetzt ein 3 Tage langes weltweites Fasten, wo wir uns auch dran beteiligen, auch dazu aufrufen, ja. Hoffnung statt Corona. Was sagt Jesus uns auch zum Fasten? Fasten ist gut, Gebet verändert die Situation. Wenn Christen sich zusammentun, zu beten und das noch durch Fasten verstärken, ja, diese 3 Tage Fasten, die sind einfach gut, wenn man das tut und mitfastet und dann einfach mal von diesem Essen gar nicht abgelenkt wird, ja, sondern wirklich auch im Gebet bleiben kann und im Reden mit Gott und in dem Betrachten seines Wortes. Jesus sagt uns über das Fasten in Matthäus 6, 16 bis 18, wenn ihr fastet, dann schaut so nicht rein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen.
damit jeder merkt, dass sie fasten. Ja? Früher hat man das so gerne dargestellt. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das ist also das rechte Fasten, ja? Wirklich Gott suchen im Gebet, in seiner Gegenwart sein, nicht mit einem langen Gesicht daherzulaufen, nicht missmutig zu sein, sondern auch ein Licht für andere Menschen. In Römer 5, 1 und 2 steht von der Hoffnung, die Gott uns gibt. Ich habe auch mal so ein T-Shirt angezogen, Hope. Does not fail, ja. Es gibt eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht, die nicht fehlgeht, ja. Die Bestand hat, es steht in Römer 5, 1 bis 2. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen, ja, ihm wirklich unsere Verfehlungen nennen und ihn in unser Herz aufnehmen, dann vergibt er uns alle Schuld. Es heißt hier weiter, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Neues Leben gibt es, wenn ich Jesus in mein Herz einlade. Ja, die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Exousia, Gottes Kinder zu werden. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Ja. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Ja. Nimm Jesus in dein Herz auf. Das Geschenk, das er auf Golgatha dir gemacht hat, nimm es für dich persönlich an. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Ja? Das ist irgendwo eine Freude, die von innen kommt, die unabhängig ist von Umständen, die uns einfach auch so von Gott geschenkt wird. In 2. Mose Kapitel 12 lesen wir von dem Strafgericht, das Gott über die Ägypter gab, ja, als er sein Volk wirklich aus Ägypten befreien wollte, hat er diese 10 Plagen auch über die Ägypter gesandt, ja, Gott sandte diese Plagen, auch die Tötung der Erstgeborenen, und da gab es einen besonderen Schutz, den Gott auch den Israeliten gesagt hat, ja, sie sollten ihre Türpfosten mit dem Blut von einem Opfertier einstreichen, damit der Todesengel an ihren Häusern vorbeigeht. Es war eine ähnliche Situation, ja, sie waren auch in Quarantäne dort, ja, in der schwierigen Situation, ja, die Plagen waren da, ja, und die letzte Plage war dann, dass jedes erstgeborene Kind sterben soll, ja. Ich lese uns mal einen Abschnitt vor, aus 12 bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten, sagte Gott zu dem Israeliten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Dann rief Mose die Sippenoberhäupter der Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familie eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passaopfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht es in einen Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Also es war eine klare Anweisung Gottes. Ja? Und so wie dieses Blut diese Israeliten bewahrt hat, so haben wir heute im Neuen Testament das Blut Jesu, das uns Bewahrung schenken will. Ja? Da brauchen wir keine Türpfosten mehr einzustreichen, sondern wir rühmen einfach das Blut Jesu.
Ja, wir lesen hier im Alten Testament weiter. Wenn der Herr durch das Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Ich glaube, es gibt auch einen besonderen Schutz in dieser Zeit durch das Blut Jesu. Ja, dass man auch von diesem Coronavirus verschont bleibt. Ich glaube an den Schutz des Blutes Jesu. Ja? Panik vor Coronavirus oder Vertrauen darauf, dass ich durch das Blut Jesu geschützt bin oder einen besonderen Schutz erleben. Ja, wir haben dieses Blut Jesu immer schon im Gebet angewandt. Wenn unsere Kinder aus dem Haus gingen in die Schule, wir haben sie immer unter den Schutz des Blutes Jesu gestellt. Ja, da ist ein besonderer Schutz drin. Ja, Jesus will uns bewahren, bewahrt im Blut des Lammes. Ja, Jesus hat ein für alle Mal sein Blut gegeben, damit wir auch einen besonderen Schutz haben und dass wir reingewaschen werden von unseren Sünden. Ja, das Schlimme in dieser Zeit ist vielleicht nicht das Coronavirus, sondern die Viren, die wir als Sünde in uns tragen. Ja? Wirklich so, dass wir da drin gebunden sind. Das sind so Viren wie das, wenn ich ein unversöhnliches Herz habe. Ja? Ich bin bitter gegenüber Menschen, die mich verletzt haben. Ja? Wenn ich Eifersucht in mir trage oder oft im Streit bin mit meinen Familien, mit Angehörigen, mit Menschen. Verfehlungen auf sexuellem Gebiet, ja, da gibt es viele Gefangenschaften heute, Pornografie und viele Dinge, wo Menschen geknechtet sind. Und das ist einfach gut, wenn wir zu Gott gehen hiermit. Ja, Egoismus ist stark verbreitet. Ja, man sieht es in den Geschäften, wie jeder nur an sich denkt und raffen will. Ja, man reißt sich das Klopapier aus den Regalen und schlägt sich drum. Verrückt eigentlich. Stolz, Geiz, viele Dinge, die uns eigentlich binden. Im ersten Johannesbrief finden wir dazu, zu diesem Blut Jesu, das es uns reinwäscht. 1. Johannesbrief 1 ab Vers 7. Leben wir aber am Licht, wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Ja? Auch Gemeinschaft im Chat oder man telefoniert mal wieder, auch wenn man sich nicht körperlich sehen kann. Ja? Dann hat man dennoch Gemeinschaft. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Dieses Blut Jesu ist es, das uns losmacht von unseren Sünden. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, heißt es in Vers 8, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Keiner ist ohne Sünde und keiner, der nicht des Blutes Jesu bedarf. Ja? In 9 und 10 heißt es dann, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ja? Das ist das Virus, das uns so unrein macht. Ja? Das von innen her uns unrein macht vor Gott. Aber wenn wir hingehen, unsere Sünden wirklich mal, zeig mir meine Sünden auf, dass wir sie erkennen, dass wir sie dann auch Gott benennen, bekennen. Dass wir diese Sünden nicht mehr lieben, kann man auch sagen, Herr, hilf mir, dass ich frei werde von dieser Sünde, von dieser Gefangenschaft, von dieser Gebundenheit. Und dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. In Vers 10, doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Ja? Und darum, lass dich auch hier von diesen negativen, destruktiven Viren reinigen. Philipper 4, 6 und 7, dort wird uns aufgezeigt, wie wir mit unseren Sorgen und Ängsten umgehen können. Macht euch keine Sorgen, sagt hier Paulus den Philippern und auch uns, die wir jetzt in dieser Krise stecken. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. In jeder Lage darf ich zu ihm beten, egal wie es mir geht. Auch wenn ich diesen Virus empfangen habe, darf ich immer noch beten.
Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ja? Zufriedenheit kommt ja auch durch Dankbarkeit. Danke Gott für das, was du Gutes hast, dass du noch was zu essen hast. Ja? Das ist nicht selbstverständlich. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ja? Diese Verbindung mit Jesus Christus gibt uns Halt und Geborgenheit. Ja? Darum, diese Sorgen, das will ich uns ein bisschen wegnehmen, ja? Gerade mit diesen Hamsterkäufen, diesen Kampf um Klopapier oder Mehl und Zucker. Ja? Lass dich davon wegbringen. Jesus sagt uns auch über das Sorgen etwas Interessantes in der Bergpredigt. Matthäus 6, 31 und 32. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Das sind so die Sorgen, die auch in dieser Zeit hochkommen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Ja? Der Vater im Himmel ist doch ein guter Versorger. In 33 und 34, ja, Kapitel 6. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird euch mit allem, da wird Gott euch mit allem anderen versorgen. Ja. Wenn sein Reich uns am Herzen liegt, auch jetzt diese Krise kann man auch wirklich als Chance sehen. Menschen machen sich wieder Gedanken über ihr Leben, über ihre Existenz, Angst vorm Tod, was geschieht, wenn ich sterbe. Ja, und das ist auch eine Chance, ihnen das Evangelium nahezubringen, diese froh und freimachende Botschaft. Ja, dann wird er euch mit allem versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat, oder seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und so will ich uns zum Abschluss sagen, nehme jeden Tag einzeln in dieser Krise. Ja? Leb jeden Tag wirklich bewusst, auch leb bewusst mit Gott. Ja? Und ich will jetzt auch zum Schluss noch beten, dass wir bewahrt sind unter diesem besonderen Schutz des Blutes Jesu. Ja? Und dass aber auch Menschen in dieser Zeit zu Gott finden. Dass sie Jesus erkennen, der sie bewahren will, der sie beschützen will und der wirklich auch uns versorgen will. Ja? Dafür will ich beten und da will ich einfach, dass Gott wirkt durch seinen guten Heiligen Geist. Ja? Vater, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir so, dass du es bist, der uns einen besonderen Schutz gibt, auch in dieser Corona-Krise. Ich danke dir, Vater, dass du auch die Zuhörer einfach so Vertrauen in ihr Herz gibst, auf dich zu schauen. Auf dich zu schauen, Jesus, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dass wir alles ablegen, was uns umstrickt, auch die inneren Viren, die innere Sünde, die uns so manchmal zu schaffen macht, unsere egoistische Natur, ja, fleischliche Begierden, Herr, nimm uns das weg, Herr, Eifersucht, Neid, Stolz, Streitsucht, Zwietracht, Herr, lass uns da versöhnt mit unseren Mitmenschen leben, Herr, gib uns wirklich, Herr, dass wir allen Geiz ablegen, allen Neid, Herr, löse uns von diesen Dingen. Schenke uns Vergebung, Herr, durch dein Blut, Herr Jesus. Du hast bezahlt für unsere Sündenschuld und du wäschst uns rein davon. Ich stelle uns auch unter diesen besonderen Blutschutz, dass dein Blut uns bewahrt vor diesen Viren. So bewahre jeden Zuhörer übernatürlich auch von diesen Viren, Herr, dass sie bei uns nicht anschlagen, sondern dass wir beschützt sind. Wir rühmen das Blut Jesu, Herr, über diese Situation. Und wir kommen mit unseren Ängsten und Sorgen zu dir, Jesus. Wir schleudern sie auf dich, Herr, auch Zukunftssorgen, Zukunftsängste. So danke ich dir, Vater, dass du uns einen besonderen Schutz gibst, in dem wunderbaren Namen Jesus.
So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja? Geht einfach mit Gottes Schutz durch diese Krise. Seid gesegnet.